Unser Herz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Das Studentenleben in Karlsruhe. Der Trend des Jahres, das Longboard. Ich bin ja eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Studentenleben hier in Karlsruhe. Man hat eigentlich alles hier in der Nähe, was man so braucht als Student. Großstadtfeeling und Landei sein geht eigentlich beides. Meine Kolleginnen Janika und Maya haben sich mal umgehört, was die Studenten nach Karlsruhe zieht. Schon seit Jahren zählt Karlsruhe zu den beliebtesten Studiumsorten in Deutschland. Zurzeit sind 42.000 Studenten an den Karlsruher Hochschulen eingeschrieben. Aber woran liegt das? Was macht Karlsruhe für Studenten aus? Eine gute Uni, nette Leute, schöne Stadt. Die Stadt gefällt mir auch. Also ich finde es für Studenten ganz passend. Nicht sehr groß, nicht sehr klein. Man kann mit dem Fahrrad überall hingehen. Dass es hier so viele tolle kulturelle Veranstaltungen gibt wie unser Unifest. Was mir am meisten gefällt hier die Universität, dass es ganz international ist. Ich treffe Leute aus aller Welt. Das Wetter. Karlsruhe ist ein super Studienort, weil es hier die besten O-Phasen in ganz Deutschland gibt. Es gibt so viele Freizeitmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel in den Schlossgarten gehen oder in Europabad. Und es gibt viele Discos, viele Kinos. Und ich finde es einfach toll für Studenten hier zu wohnen. Besonders für technische Studiengänge ist Karlsruhe bekannt. Oliver Broschardt ist Studienberater an der Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft. Er weiß, dass der technisch geprägte Ruf von Karlsruhe schon vor langer Zeit entstanden ist. Karlsruhe ist ja mit seiner Technischen Hochschule, heutiges KIT, der älteste Studienstandort einer technischen Hochschule, die es in Deutschland gab. Also diese Tradition, die einfach da ist für technische Studiengänge, die ist tatsächlich alt und kommt zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon auf. Und diese Tradition hat sich gehalten. Die meisten Studenten in Karlsruhe haben ein technisches Studienfach gewählt. Doch mittlerweile bieten die Hochschulen auch viele nicht-technische Studiengänge an. Die Stadt scheint stolz darauf zu sein, so viele unterschiedliche junge Menschen ausbilden zu können. Das soll auch in Zukunft so bleiben, betont Norbert Kädler, der Chef des Karlsruher Stadtmarketings. Ich glaube schon, dass auch aufgrund des demografischen Wandels der Wettbewerb um die Studierenden in Zukunft steigen wird und dass sich die Hochschulen und natürlich auch die Stadt immer mehr einfallen lassen werden, um attraktive, interessante und auch, ich sage jetzt mal so, sehr motivierte Studierende in ihre Stadt und in ihre Hochschulen zu bekommen. Egal ob entspannen im Schlossgarten, bummeln durch die Karlsruher Innenstadt oder das Nachtleben. Junge Menschen werden nicht nur durch die attraktiven Studienfächer nach Karlsruhe gelockt, sondern auch durch viele Freizeitmöglichkeiten. Das Studentenleben in Karlsruhe wird auf jeden Fall nicht so schnell langweilig. Man sieht sie immer mehr auf den Straßen und jeder hat eins, das Longboard. Am Anfang noch ganz schön wackelig, doch wenn man erstmal den Dreh raushält, macht es bestimmt super viel Spaß. Doch ob das Longboard auch so straßentauglich ist, finden Nina Deetz und Philipp Wilhelm heraus. Für viele sind sie eine Alternative zum Fahrrad. Ob zum Brötchen holen, um von A nach B zu kommen oder einfach nur um Spaß zu haben. Das Longboard. Aber wo kommt der Trend eigentlich her? Wir haben uns auf die Suche gemacht und einen Longboard-Experten gefunden. Erik Oberhoffer ist Mitgründer der Longboard-Gruppe Drowning Eagles aus Karlsruhe. Sie sind regelmäßig auf größeren Events vertreten und bringen Menschen, ob jung oder alt, das Longboardfahren näher. Das Longboarding, genau wie das Skateboarding, war ursprünglich der Versuch, das Surfen auf die Straße zu bringen. Die haben damals angefangen, in Amerika, würde ich sagen, ist es passiert, dass sie einfach Bretter genommen haben und irgendwelche Rollen von Inlineskatern ausgebaut haben, die drunter geschraubt. Damit haben sie angefangen, so die Straßen runter zu carven und das hat sich dann später zum Skateboard entwickelt und kommt jetzt meiner Meinung nach zum Longboarden wieder zurück. Ich wurde auch schon angeschnauzt, ich soll doch in den Skatepark gehen, aber das funktioniert mit dem Longboard einfach nicht. Ich fahre am liebsten ganz ziellos durch die Stadt, das macht am meisten Spaß. Longboards sind im Vergleich zu Skateboards gemütlicher zu fahren und weniger halsbrecherisch. Jeder kann es lernen. Die Lernkurve ist gigantisch, auch bei älteren Leuten. Auf den Brettern fahren Familienväter, Studenten, Touristen. Nur leider ist es schwierig, dabei ungehindert durch den Straßenverkehr zu rollen. Man kommt Passanten in die Quere und auch das Fahren auf der Straße ist problematisch. Erster Polizeihauptkommissar Joachim Zwirner vom Polizeipräsidium Karlsruhe klärt uns über die rechtliche Lage auf. Also der Longboardfahrer darf eigentlich kraftgesetzt nur auf dem Gehweg fahren, was er sehr häufig nicht macht.
ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Der Gehweg ist oft uneben und Longboardfahrer bevorzugen eher die asphaltierte Fläche. Aber die Straße ist nach dem Gesetz für den Longboardfahrer tabu. Das Longboard kann nicht als richtiges Fahrzeug angesehen werden, weil die wesentlichen Merkmale, die ein Fahrzeug braucht, beim Longboard fehlen. Das wären zum Beispiel Beleuchtung, das wäre auch die Klingel oder das wären eigentlich zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen. All das hat das Longboard nicht aufzuweisen. Im Jahr 2014 hatten wir 6 Verkehrsunfälle mit Longboards. Das ist in Gesamtbetrachtung ist es relativ wenig, aber möglicherweise nimmt es auch zu oder es werden nicht alle Unfälle mit Longboards der Polizei bekannt. Dann hoffen wir doch mal, dass die Longboarder weiterhin so sicher fahren wie bisher. Wie schön es doch wäre, wenn es in Zukunft noch mehr Raum zum Asphaltsurfen geben würde. Ein Leben an der Kunstakademie stelle ich mir ungefähr so vor. Chaotische Werkstätten, Farbplexe überall, Skulpturen und Bildern in allen Farben und Größen. Den ganzen Tag kreativ sein und sich gegenseitig inspirieren. Im Bildhauergarten der Kunstakademie Karlsruhe erfahren wir, wie das Leben eines freien Künstlers wirklich aussieht. Valerie Veit und Philipp Wilhelm waren vor Ort. Die Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe ist mit 300 Studenten eine der kleineren Kunsthochschulen Deutschlands. Besonders bekannt ist sie für die Ausbildung der freien Kunst in Malerei, Zeichnung und Bildhauerei. Überfüllte Vorlesungssäle findet man hier nicht. Die Bildhauer lernen und arbeiten im Freien. Der Bildhauergarten bildet für die Studenten eine grüne Oase mitten in der Stadt. Auf dem Gelände findet man überall kleine und große Skulpturen und alles an Materialien, was das Künstlerherz begehrt. Aber was genau ist Bildhauerei? Bildhauerei ist eben ein Studium, in dem man sich so mit dreidimensionaler Kunst, würde ich jetzt mal sagen, sollte Kunst sein, auseinandersetzt oder installativen Arbeiten, genau. Und das Studium ist recht autodidaktisch, also als handwerklicher Teil muss man sich viel selber beibringen, aber man kriegt auch Unterstützung von den Werkstattleitern. Learning by doing lautet also die Devise. In den verschiedenen Ateliers und Werkstätten haben die Studierenden die Möglichkeit, völlig frei an ihren Projekten zu arbeiten. Jeder entscheidet selbst, was er macht und wie viel Zeit in ein Kunstwerk investiert wird. In der freien Kunst ist niemand an ein bestimmtes Thema gebunden. Man kann eben alles lernen, eben gerade als Bildhauer finde ich das eben toll. Also zum Beispiel jetzt auch den Umgang mit verschiedenen Materialien. Man lernt eben mit Metall umzugehen, man lernt Formenbau. Also natürlich immer, wenn man Interesse hat, ist dann eben Umgang mit Holz. Was auch sehr wichtig ist, wie man einen Arbeitsprozess überhaupt anfängt, wie man das richtig plant alles, wie man eine Form richtig aufbaut und ja, wie man das von Anfang zum Ende durchzieht. Und das ist wichtig, denn eine Idee alleine macht noch keine Kunst. Skulpturen nehmen schon bei der Planung viel Zeit in Anspruch. Die Arbeitsatmosphäre unter den Kommilitonen ist sehr kameradschaftlich. Dass man sich bei künstlerischen Arbeiten gegenseitig hilft und unterstützt, ist an der Akademie für alle selbstverständlich. Im Arbeitsprozess stehen die Studenten der Bildhauerklasse in ständigem Austausch mit den Professoren und Werkstattleitern. Seine Kunst macht aber jeder für sich alleine. Eigentlich hat man ja einfach den Platz hier und man kann hier arbeiten und dann trifft man sich irgendwie so alle 2 Wochen und kann das, was man getan hat, eben besprechen. Und immer wieder sind die Karlsruher Bildhauer dann in der einen oder anderen Galerie wiederzufinden. Also das mit dem Longboardfahren, das muss ich auf jeden Fall noch üben. Das war's mit Extra Herz mit mir, Kirsten Seiler. Bis zum nächsten Mal.